Ein herzliches Willkommen auf meinem YouTube-Kanal. Wie versprochen, ich habe meine zweite Heizung gekauft. Es ist eine 5 kW Heizung geworden. Wie ihr hier schon auf dem Tisch sieht, ich habe es alles schon mal ausgepackt. Und ich wollte euch erstmal zeigen, was da so an Zubehör drin ist und wie ich mir das vorstelle. Und wo ich mir das vorstelle, diese in meiner Gartenlaube einzubauen. Also, ich freue mich, dass ihr dabei seid. Und ich will euch gar nicht lange auf die Folter spannen. Ich zeige euch jetzt erstmal, was alles drin war und warum ich mich für diese Heizung dann dennoch entschieden habe. Also, bis später. Ich habe euch ja gesagt gehabt, dass ich hier immer über Strom geheizt habe. Dass mir die Kosten einfach so ein bisschen zu hoch gewesen sind mit diesem Strom. Und in einem anderen Video habe ich ja euch auch schon gezeigt, wo ich meine erste Heizung eingebaut habe, die übrigens sehr gut läuft. Also ich habe keine Probleme mit der. Und deswegen habe ich mich jetzt entschlossen, diese zweite Heizung für meine Schlafnische zu holen. Sie ist klein, kompakt. Deswegen habe ich mich auch für ein kleineres Modell entschieden, und zwar für dieses hier. Und genau, man sieht auch gleich im ersten Moment, sie hat auch einen kleineren Schlauch. Ja, der ist jetzt nicht so groß wie der von der anderen Heizung, aber das macht ja auch nicht so viel. Hauptsache die Wärme kommt raus, die wir benötigen. Ja. Zudem gibt es hier noch einen Kabelbaum. Das macht eigentlich alles auch einen sehr guten Eindruck. Es ist alles ordentlich gekennzeichnet. Und ja, da lasse ich mir auf jeden Fall noch was einfallen, damit es auch alles ordentlich verarbeitet wird. Hier haben wir ein neues Display. Das hat eine Sprachsteuerung. Ich halte das mal so rein. Ich hoffe, ihr könnt das einigermaßen erkennen. Ja, so sieht das ganz gut aus. Das hat jetzt eine Sprachsteuerung, das heißt, da kann man dann diverse Dinge auch einfach verbal übermitteln. Ob ich es mache, weiß ich nicht. Nur sie war halt eben auch im Angebot, die Heizung, und deswegen habe ich mich gleich dafür entschieden. Was ich aber leider feststellen musste, ist, dass dieses Display einen neuen Anschluss hat, also einen neuen Stecker. Ja, damit man dieses Teil hier an dieser Heizung anschließen kann. Da war ich natürlich erstmal wieder überrascht, aber okay, es ist halt so, die werden sich schon irgendwas dabei gedacht haben. Und da ich mir ja für das erste Display über Kabelguy eine Verlängerung zukommen lassen habe, die auch wunderbar funktioniert, ist man natürlich mit dem Display in den Räumlichkeiten komplett flexibel. Ja? Ich habe natürlich dann gleich eine Anfrage gemacht und haben sie dann auch gleich prompt umgesetzt. Und jetzt gibt es halt eben auch auf der Homepage von Kabelguy Verlängerung für dieses neue Display. Und das zeige ich euch mal kurz, das habe ich jetzt noch hier hinten liegen. Und hier ist das Kabel. Innerhalb von 3 Tagen war das da. Macht auch wieder mal eine sehr gute Qualität, einen sehr guten Eindruck. Auch das Kabel ist sehr hochwertig. Ja, und es passt alles. Ja, das heißt, man braucht dann einfach nur noch Stecker und Kupplung. Hier, zack, zusammenstecken, fertig. Und schon hat man seine Verlängerung und man kann das Display auch woanders anbringen. Als in der Nähe von der Standheizung, was mir ja wichtig ist. Denn auch hier gibt es wieder ein Thermostat, der ja dann sagt, okay, ich habe meine 18 Grad erreicht, ich schalte die Heizung jetzt runter. Ja. Ich bin auf jeden Fall voll begeistert, auch von der Zusammenarbeit mit Kabelguy. Kann ich nur empfehlen, wenn man einen Bus hat oder ein Boot oder sonst irgendwas und man möchte das Display halt eben in der Nähe vom von der Fahrerkabine oder so haben. Ja, oder ja, kann ich noch fragen. Gut, weiter im Programm. Ansonsten haben wir hier noch einen schönen Beutel mit sämtlichen kleinen Werkzeug.
oder kleinen Material. Schrauben, Kabelschraße, Kabelverbindung oder wie man das nennt. Also alles, was man braucht, ist dabei. Das ist auch gleich geblieben hier, der Katalysator. Na, ja. Also, hier haben wir noch die Pumpe. Einige sagen, die ist ein bisschen laut. Ich werde mich überraschen lassen bei dem Modell. Ansonsten kann ich nur sagen, die Lieferung war wieder natürlich schnell. Und falls ihr Interesse habt, beim Einbau dabei zu sein, abonniert meinen Kanal, lasst mir ein Like da, so kann ich wachsen. Ich setze diese Heizung in die Beschreibung rein. Ich bin nicht gesponsert worden oder sonst irgendwas, also null bin ich gesponsert worden. Ja, ich als kleiner Mann, ja, ich mache das nur, damit ich euch das ein bisschen näher bringe, dass man sie halt eben nicht nur für ein Auto benutzen kann, sondern auch für andere Räumlichkeiten. Und ja, mir gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen. Lasst mir ein Like da, abonniert meinen Kanal, sagt man. Und begleitet mich beim Einbau. Vielleicht ist ja irgendwas dabei, wo ihr euch eine Idee abgucken könnt. Also hier ist übrigens der Tank. Nochmal zum Schluss. Der hat doppeltes Volumen als die andere Standheizung, die ich eingebaut habe. Na, genau. Ja. Ich nehme euch jetzt nochmal kurz nach draußen, denn ich möchte euch zeigen, wie ich mir das vorgestellt habe, die Heizung einzubauen. Also, bleibt dran. Ich nehme euch jetzt erstmal mit nach hinten. So, hier habe ich ja leider alles abreißen müssen, weil hier eine undichte Stelle war, die ich beheben musste. Hier verbrennt einer sein altes Holz gerade. Und genau, ich zeige euch jetzt nämlich mal, wo ich mir das so vorgestellt habe, einzubauen. Guck mal, hier habe ich nämlich eine schöne Räumlichkeit. Das Werkzeug kommt raus, das kommt nämlich dann alles da in den Schuppen. Und hier habe ich ausreichend Platz, um dann meine Heizung einzubauen. Und das Schöne ist, ich habe hier schon einen Stromanschluss. Denn den benötige ich ja für mein Netzteil. Na, super. Also, was haltet ihr von der Idee? Ist das machbar? Oder sollte ich mir doch einen anderen Platz suchen? Ja? Wie gesagt, ich habe euch das versprochen, eine zweite Heizung kommt. Und ich halte mein Versprechen und nehme euch mit beim Einbau. Das Display, das soll ja bei mir in die Schlafnische gebracht werden. Einen Moment. Ah, genau. Hier ist die Rückseite quasi von diesem Raum. Und das Display, das wollte ich dann natürlich hier hinsetzen. Ne? So. Ich denke, dann macht das auch einen guten Eindruck und soll ja auch dann runterschalten, wenn die Temperatur erreicht ist. Das heißt, ich brauche die Verlängerung von draußen hier rein, einmal hier rüber und dann da, wo ich sie habe. Also, ich hoffe, ich habe euch inspirieren können und freue mich, wenn ihr nächste Woche wieder dabei seid. Tschüss, tschüss und weiterhin schönes Wochenende.